Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute, ich wurde mehrfach gefragt, ob ich nicht mal ein Video dazu machen kann, wie man sich die Masken auch wiederverwenden kann. Weil die sind eigentlich einmal Produkte, aber man kann die tatsächlich wiederverwenden, weil wir haben alle momentan nicht genug. Und wie das geht und wie man die richtig an- und auszieht, das zeige ich dir in dem Video. Und wenn dich das interessiert, der kleine Quick-Tipp, bleib einfach dran. Ich brauche eben 2000 Watt. So, kommen wir mal zum richtigen Anziehen der Maske. Auch ein wichtiger Punkt, man nimmt die Maske also hier, nimmt die Bänder. Ich mache die meistens hier unten am Kinn fest. Ein Band oben drüber über die Ohren, ein Band unten drunter. Dann hier den Bügel richtig hinbiegen. Und wenn ihr meint, ihr sitzt richtig, die Hände davor machen und richtig ausblasen. So, ich mach's lieber runter, versteht's mir besser. Wenn ihr die Hände wenn ihr ausgeblasen habt, dann merkt ihr, ob hier irgendwo was vorbeigeht und dann ist sie halt nicht dicht. Im Übrigen Bartträger, ein Bart habe ich, ist 0,23 mm groß. Das heißt, mit Bart ist die Maske niemals dicht. Also, bitte vorher rasieren. Alles, wo hier die Maske aufliegt, muss definitiv rasiert sein. Wichtiger Punkt. So. Jetzt habe ich die Maske auf. Jetzt habe ich zum Beispiel einen 8-Stunden-Tag und ich muss die Maske 8 Stunden aufhalten. Da müsst ihr damit rechnen, diese Maske ist nach ungefähr 3 Stunden durchgeweicht. Also die FFP2-Maske, die normalen, wo habe ich denn? Diese OP-Maske nach circa einer halben Stunde ist also die Schutzwirkung für euch, dass ihr euch vor dem Virus schützt, fast nicht mehr gegeben oder wenig. Und auch hier lässt sie massiv nach. Das heißt, brauche ich die 8 Stunden, nämlich 3 Masken. Die erste Maske habe ich von der ersten bis zur dritten Stunde auf. Dann nehme ich die im runter, das zeige ich euch gleich. Die zweite Maske habe ich eben von der vierten bis zur sechsten Stunde auf. Und die dritte Maske von der sechsten bis zur achten. Und die anderen hänge ich dabei wieder zum Trocknen auf und kann die am nächsten Tag wieder nutzen. So kann ich die über 3 Tage diese 3 Masken nutzen. Weil ob ich jetzt eine pro Tag nehme oder 3 und dann auf 3 Tage verteile, ist eigentlich egal. Nur die Schutzwirkung ist wesentlich höher. So. Wie setze ich die Maske jetzt richtig ab? Dazu habe ich hier schon die Handschuhe an. Das heißt, zuerst mal richtig Hände waschen, wenn ihr heimkommt, danach die Handschuhe anziehen, weil hier außen ist kontaminiert, die Bänder sind kontaminiert, eure Haare sind kontaminiert. Weil wenn der Virus da ist, dann ist er auch hier. Also ziehen wir uns Schutzhandschuhe an, nehmen die 2 Bänder, gehen massiv nach vorne, und lassen die Maske nach vorne unten fallen, sodass ihr hier nichts berührt. Und dann hänge ich die genauso auf. Und jetzt kommt eigentlich der Clou, wenn ich die 24 Stunden trocknen lasse, dann ist die wieder trocken und dann kann ich die beim nächsten Tag wieder verwenden. Und die aber nicht irgendwo eingeschlossen, sondern wirklich irgendwo im Freien hängen lassen, da wo keiner hinkommt, damit hier keiner hinlangen kann und sich vielleicht damit infiziert. Also, wichtiger Punkt. Danach, klar, Handschuhe runter machen und eben immer von, kennt ihr ja, von innen nach außen, also hinten nehmen, dass quasi das Innere dann außen ist, damit es euch nicht kontaminieren könnt. Und dann diese wegschmeißen. Die kann man nämlich tatsächlich nur einmal verwenden. Genau, wichtiger Hinweis, diese Masken ja nicht desinfizieren. Das Desinfizieren macht diese Maske kaputt. Also die müsst ihr dann wegschmeißen. Zweitens, wenn ihr irgendwann mal mit dem Finger oder mit irgendetwas, was kontaminiert ist, an die Innenseite käme, müsst ihr diese Maske wegschmeißen, weil dann ist sie ja kontaminiert. Und wenn ihr hier einatmet, dann habt ihr das dann quasi drin. Genau, noch ein wichtiger Punkt, dort innen drin ist ein Ventil. Und dieses Ventil, schauen wir, ob dort nicht ein Barthaar oder sonst irgendwas drin ist, weil sonst ist auch die Dichtwirkung nicht mehr gegeben. Ich mache das immer so, dass ich hier mal reinblase und dann siehst du schon überall, dann geht das runter und so überall reinschau, ob irgendwas drin ist. Wenn nicht, kann man auch von draußen bei denen relativ gut hinschauen, dann ist das in Ordnung. Wie gesagt, dann könnt ihr die Maske wieder nehmen und dann aber die Maske beim nächsten Mal aufsetzen, daran denken, die ist kontaminiert. Also auch hier wieder Handschuhe anziehen. Zum Anziehen von der Maske. Genau. Und so einfach kann ich diese Masken wiederverwenden. Bei den OP-Masken ist es so, die haben nach ungefähr einer halben Stunde sind die durchnässt und haben dann nicht mehr diese Wirkung, um euch zu schützen. Aber sie schützen nur andere vor euch zumindest.
Und auch hier wäre es quasi so, wenn ihr den ganzen Tag aufhaben möchte, dann müsst ihr ungefähr 10 Stück oder sowas da haben. Aufsetzen, eine halbe Stunde, wieder trocknen. Da weiß ich allerdings nicht, wie oft dass man die hintereinander verwenden kann. Das habe ich leider nirgendwo rausgefunden. Wenn ihr das wisst, ab in die Kommentare. Aber das sind eigentlich tatsächlich nochmal reine Einmalprodukte. Die kann ich einmal beim Einkaufen anziehen. Und auch hier natürlich aufpassen. Also hier das Gleiche. Schön festmachen, schauen, dass die schön dicht ist. Und beim Anziehen eben wieder Handschuhe anziehen. Nach unten fallen lassen und ab in den Abfall damit. Genau. Das war der kurze Quick-Tipp von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich pfiat euch, bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Servus.